also das ist, es war, also das, wie ich ja schon sagte, dass da was kommen musste, das war für uns, wir haben eigentlich drauf gewartet in unserer Dienststelle. Und am anderen Morgen dann kamen dann die Ostler in Scharen und sie sahen alle so schrecklich aus in ihren schrecklichen Jeans und diese Einheitsjacken, die sie anhatten, und fragten dann, also wir guckten alle zum Fenster raus und die fragten uns, wie denn Kiwis aussehen. Ja, also wir haben dann ins Portemonnaie gegriffen, haben ihnen den Schein gegeben und haben gesagt, also die sehen so und so aus, dann müssen sie da in den Gemüseladen gehen und da kriegen sie dann Kiwis. Und was mir noch in Erinnerung ist, es kamen dann Leute, also in der Spandauer, ich komme aus Spandau, Spandauer sind ja was Besonderes, ja, und da spielten die alle Märkische Heide, Märkischer Sand, was vorher eigentlich nie gespielt wurde. Oder man sagte uns, das dürfe nicht gespielt werden. Ja, das war es dann. Also das ist mir so in Erinnerung geblieben, dass sie eben alle dieses Lied sangen und alle freuten sich und in Scharen kamen die Leute eben aus Ostberlin. Das war ja, wir waren ja an der Grenze, kamen die alle an und stürmten die Geschäfte. Ich habe dann aber auch etwas, da wir ja im öffentlichen Dienst waren, wurden wir alle rangezogen und die bekamen ja alle Begrüßungsgeld. Ja, und die Schätzchen kamen nicht nur einmal, sie kamen dann ein paar Mal und wollten sich dann den 100er holen. Und das war dann natürlich nicht so schön. Also das sind so Sachen, die mir in Erinnerung sind. Ob das nun so nennenswert ist, ich weiß es nicht. Die anderen politischen Sachen, die sind ja überall verbreitet.